Willkommen zu einer neuen Lifestyle-Sendung. Ich befinde mich hier am Theater des Westens, denn hier wird demnächst das Musical aufgeführt, The Band. Und ich werde jetzt auf Take That treffen. Gary Barlow, Howard Donald und Mark Owen präsentierten am Montag auf der Pressekonferenz ihr Musical The Band mit ihren Welthits. The Band feierte seine Premiere im September 2017 in Manchester, der Heimatstadt der Gruppe, und war dort ein großer Erfolg. Die anschließende Tour war in kürzester Zeit ausverkauft. Ab dem 11. April ist das Musical in Berlin erstmals außerhalb Großbritanniens zu sehen. The Band erzählt, anders als der Name und die Musik vermuten lassen, nicht die Geschichte der ursprünglich fünf Musiker. In dem Stück geht es um fünf Freundinnen, die 1993 irgendwo in Nordengland Fans einer Boygroup sind, bis ein Schicksalsschlag sie entzweit. 25 Jahre später treffen sie sich wieder, als ihre Idole von einst noch einmal auf Tour gehen und lassen ihre Jugendträume noch einmal aufleben. Unter den Darstellern finden sich auch bekannte Gesichter. Als einer der fünf Boyband-Sänger gibt Prince Damien sein Musical-Debüt. Der 28-Jährige gewann 2016 die 13. Staffel der Castingshow Deutschland sucht den Superstar und ist aktuell als Coach in der Sendung zu sehen. Tonträger und über 7 Millionen Konzerttickets haben die Mitglieder Take That seit der Gründung 1990 verkauft. Als sich die Band 1996 trennte, mussten Seelsorgetelefone für suizidgefährdete Jugendliche eingerichtet werden. Die Tournee zu ihrer Wiedervereinigung 2005 war innerhalb von 30 Minuten ausverkauft. Germany was the first country we came to try and be successful. So it's really very poignant for us that this show that we've been developing for the last 3 to 4 years and putting on a stage around the UK is now here. So it was, of course, you know, we were always going to come and support this and try and help this, make sure it starts in the right way and to meet the cast, because you know, a story is great, music's great, but without an amazing cast as well, people who will go out every week and perform these songs and do the acting, we have nothing. So we really have loved coming and meeting them all today. And we will be back. You know, when you first get auditioned for the band and the band comes together, you don't ever realize where your career is going to go. You know, whether it's going to be big, whether it's going to be small, you know. And to be, obviously, for us to have gathered so many fans over the years, split up in 1996, thinking that it was the end, and then coming back 9 years later and having a massive amount of support coming back and being able to sell out arenas and stadiums, it's an incredible dream, and it doesn't really happen to many bands or many groups or many solo artists to come back after 9 years and be even bigger. So yeah, it's a, you know, it's a, every day is a pinch yourself moment. What did the band gave us, you keep forgetting that more, but you know, the band gave us the opportunity to see the world as well. You know, we're
were young guys, and I hadn't been out of my hometown really. And then I joined the band, and then all of a sudden I was going to places like Berlin and Germany. It was so exciting to be part of something like that. And in those days, before social media and before, you know, now you all feel a lot more connected, but it seemed like such a long way away, you know. And it was just so exciting being young guys, getting to travel around the world and experience different cultures and meet different people. Für die Zuschauer wird The Band eine emotionale Reise in Momenten ihrer eigenen Vergangenheit. Ist es soweit, dann feiert die Band mit den Welthits von Take That hier im Stage Theater Premiere. Und ihr könnt 2x2 Karten gewinnen. Einfach an gewinnspiel@tvb.de schreiben und vielleicht seid ihr einer der Lucky Ones. Mehrere Monate gestaltete die Metro ihren Großmarkt Berlin-Berolina um. Feierlich wurde mit dem durchschneidendes Band der hochmoderne, innovative und kundenorientierte Markt eröffnet. Zahlreiche Gäste wollten es sich nicht entgehen lassen und feierten diesen Anlass. Auch in diesem Rahmen wurde der Sterneköchin Sonja Frühsamer die Guide Michelin-Plakette 2019 verliehen. Sie haben eine Michelin-Plakette bekommen. Wie fühlt sich das an? Na, das fühlt sich großartig an. Und ich muss auch sagen, ich freue mich jeden Tag, dass wir den Stern haben. Genau, mit dem Mann zusammen. Der ist ja auch hier. Ja, mein Mann ist auch hier, aber ich weiß nicht, wo er gerade steckt. Was werden Sie denn heute verkosten? Heute gibt es eine Jakobsmuschel mit Spargel, Vanille, Hollandaise und Dill-Eis. Okay, das klingt alles verzückend. Wie wichtig ist für Sie die Metro denn? Die Metro ist für mich sehr wichtig, weil auch zu gucken, was gibt es gerade neue Produkte oder was könnte man noch machen und Ideen zu finden und auch Sachen immer wieder zu finden, weil es die auch ganz sicher immer nur hier gibt. Und ja, ich gehe sehr gerne einkaufen, muss ich ehrlich sagen. Ja, wer tut das nicht? Und, besonders hier in der Metro, da kriegt man ja alles. Ja, und die sind auch so nett und es ist wirklich auch wirklich sehr, sehr schön geworden. Die genauen Erneuerungen des Markts erläutert uns Thorsten Schott. Also erstmal möchte ich sagen, dass wir sehr stolz sind, dass wir jetzt unsere Metro so erneuert haben. Aber nicht nur modernisiert, sondern auch innovative Produkte eingelistet haben, Ware anders präsentiert. Ich denke mal, ein besonderer Hingucker ist unser 3H-Schrank, wo wir auch vorgereifte Ware schon in unserem Produkt anbieten. Wir haben verschiedene spezielle Artikel aus anderen Ländern, Italien, Frankreich, Spanien, erlesene Welten, also Sortimentserweiterung im Bereich Genussmittel und Nährmittel, sodass wir also nicht nur mit Antlitz von unserem Laden verbessert haben, sondern auch für unsere Kunden neue Produkte gelistet haben. Sie haben auch sehr viele neue Berliner Produkte, also von Berliner Start-ups-Firmen. Ja, wir haben zum Beispiel die Firma Infarm, also gerade was Kräuter betrifft und gerade für die Gastronomie sehr interessant ist und über einen normalen Kräutertopf hinausgeht. Auch sehr innovativ, auch das Konzept, kommt auch sehr gut bei den Kunden an. Genau. Und auch gute Schokolade bekommen wir hier. Ja, von Lund, sehr gute Schokolade, kann man heute auch gerne verkosten, sehr edel. Geben viele Kunden gerne darauf zu und kosten mal. Und in diesen Zelebration wurde auch der Michelin-Stern vergeben, das ist ja auch toll. Genau, wir hatten die Ehre, eine Michelin-Stern-Plakette an Frau Frühsamer zu übergeben. Metro ist ja der Partner von Michelin bei der Übergabe und so fühlen wir uns sehr geehrt, dass sie heute bei uns ist, auch kocht für unsere Kunden und wir die Plakette übergeben dürfen. Ich freue mich, sehr, sehr schön sieht das alles aus. Dankeschön. Ja. Neben Berlin-Berolina hat das Großhandelsunternehmen 9 weitere Märkte in Deutschland modernisiert. Was macht denn die Metro so einmalig? Die Metro macht einmalig, dass wir die Tradition und die Erfahrung, die wir haben und die Faktoren, die wir in der Gastronomie gelernt haben, in die Moderne übersetzen. Und das sehen wir heute hier in Berlin, insbesondere in diesem neuen Metromarkt,
dass wir nicht nur ein schönes neues Look and Feel gestaltet haben, sondern uns sehr stark an der Gastronomie ausrichten, neue Sortimente einlisten, neue Produkte für die Gastronomie eingelistet haben, die Kompetenz ausgebaut haben, auch bei unseren Mitarbeitern. Und wenn Sie mich fragen, was das Besondere ist, dann ist es, dass wir sowohl unsere Erfahrung national wie international, aber auch lokal mit vielen, vielen Mitarbeitern seit vielen Jahren stetig aufbauen und uns jetzt aktuell sehr stark auch weiterentwickeln in der digitalen Welt, auch für unsere Gastronomen. Konzepte entwickeln, wie sie ihr Geschäft besser in der Zukunft gestalten können, in der digitalen Welt, die uns privat wie beruflich alle beschäftigen. Aktiv für die Gastgeber Berlins. Dafür ist DEHOGA zuständig. Wir sind der Hotel- und Gaststättenverband. Also wir sind im Grunde genommen Berater, Dienstleister, Stimme gegenüber Politik und Wirtschaft. Im Grunde genommen Leuten, die Gastronomen uns nutzen. Also in allen Belangen, ob das Einkaufsvorteile sind, ob das Betriebsberatung sind, Steuerberatung sind, Rechtsberatung. Und das Feld ist sehr, sehr breit. Und wir haben 16.000 gastronomische Betriebe in der Stadt und die Metro entwickelt sich eben auch weiter. Und Berlin ist die Stadt der Gastronomen. Jeder probiert sich, jeden Tag was Neues. Die meisten Sterne, es gibt keine Stadt in Deutschland, die mehr Sterne hat. Auch hier heute die Verleihung an die Frau Frühsamer, ganz toll. Und der Markt hat sich eben der Branche angepasst. Zu den erstklassigen Sortiment der Metro gehört das frische Fischangebot. Täglich stehen bis zu 120 exklusive, köstliche Fischsorten zur Verfügung. Sie sind der senegalische Fischlieferant. Welche Fische bekommen wir? Also die Metro von Ihnen? Achso, hallo, mein Name ist Mohamed. Ich komme aus Senegal und ich liefere mit Metro und frische Fisch. Kommt aus Senegal und ich liefere Dorade Rosé, Schakenbass, die liebste Schakenbass, was die Metro immer braucht. Und ich liefere Saint-Peter-Fisch, Seesunge. Ich habe viele verschiedene Produkte, was ich liefere mit Metro. Und alles aus Ihrer Heimat, aus Senegal, seit wann sind Sie hier in Berlin? Okay, ich habe hier seit 2012, aber ich habe meine Unternehmen gegründet ab 2015. Aber ab 2015, ich habe eine längere 6 Monate bei so gearbeitet. Aber die letzte Jahr, ich habe wirklich ein großes Unternehmen gefunden. Das ist Metro. Also ich bin sehr zufrieden mit ihr und ich bringe immer frischer Fisch aus Frankfurt. Metros Gastronomiekunden und deren Bedürfnisse und Wünsche rücken weiter in den Fokus. Mit Berlin Berolina schreibt die Metro ihre Erfolgsgeschichte des neuen Marktkonzepts fort.